Hallo zu einem neuen Pickup-Video der besonderen Art. Unschwer zu erkennen, ich bin ein großer Captain Future-Fan. Und ich habe etwas Neues in der Sammlung. Was seht ihr gleich? Schon bei meinem letzten Pickup-Video über Captain Future, Link jetzt hier oben, habt ihr gesehen, dass ich so ein paar klassische Toys von Captain Future aus den 80er Jahren mir zugelegt habe. Und ja, was soll ich dazu sagen? Captain Future verfolgt mich weiterhin. Ihr seht hier ist mein Kindheitsalbum, das Einklebealbum. Ich habe sogar eine zweite Version, die ich mal auch damals am Flohmarkt gekauft habe, um ja, als Ersatzteil zu dienen, wie auch immer. Ich habe das beide Alben hier jetzt hier liegen. Aber Captain Future, ja, es ist so, dass ich, wenn ich die Gelegenheit habe, gerne das erweitere für die Sammlung. Sei es nun, wenn es passt, etwas Modernes wie diese HL Pro Captain Future Comet, die wirklich akkurat wie aus dem Cartoon aussieht, die ich auch über alles liebe, die bei mir im, im Wohnzimmer steht, auch begeisternd. Ja, aber Captain Future, es kommt immer noch mal was sogar raus heutzutage. Und andererseits gibt es noch viel von damals, was, ja, wenn sich die Gelegenheit ergibt, ich mir zulege. So, und das war so der Fall. Und ich greife direkt erstmal zu dem aktuellen. Und zwar, ob ihr hier das kennt, weiß ich nicht. Es gibt ja Captain Future Romane. Jedenfalls die Originalromane, auf dem der Anime beruht. Eben halt auf dem das Ganze beruht. Diese Romane sind im Golconda Verlag erschienen und sind von Edmond Hamilton und er hat sie Anfang der 40er geschrieben. Also das sind Wiederauflagen. Aber spannenderweise gibt es ein Label, was Hörspiele produziert. Gespielte Hörbücher, kann man mehr sagen. Das ist 95% der Originaltext des Buches. Der wird von einem Erzähler erzählt. Und die Dialoge werden von jeweiligen Sprechern gemacht. Und das Coole dabei ist, es sind die Sprecher der Cartoon-Serie. So, und ich zeige euch erstmal die Sache, denn diese Hörspiele, da habe ich jetzt hier zwei CDs bekommen inzwischen. Ich habe euch die auch schon mal vorgestellt. Und zwar geht es um den Roman Der Triumph. Das ist, es geht um, das Lebenselixier, was verjüngt und tödliche Nebenwirkungen hat. Und Captain Future muss halt den Lebensherr, den Bösewicht, der diese besondere Droge vertickt im Weltraum, dingfest machen. So, und da inzwischen auf sieben CDs erscheint der gesamte Roman. Da habe ich euch in den anderen Pickups schon mal welche vorgestellt. Nur ich dachte mir jetzt, wo Captain Future ist, muss ich die jetzt hier in diesem Rahmen am besten zeigen. Und da habe ich bekommen Nummer 4 inzwischen, die ist erschienen, eine erstaunliche Verkörperung. Das ist der vierte Teil dieses Hörbuches. Und 5, der im Pilzwald. 7 gibt es an der Zahl. Diese jetzt hier ist zuletzt im Ende Oktober erschienen. Nummer 5, und es sollte eigentlich November, Dezember die nächsten Teile geben. Die sind aber jetzt auf Januar, Februar 2023 verschoben worden. Bisschen schade. Auf jeden Fall macht es Spaß, diese Hörbücher oder diese inszenierten Hörbücher auch mit der Original Captain Future Musik von Christian Bruhn wirklich zu hören. Es ist also wirklich eine klassische Atmosphäre. Wenn man damit aufgewachsen ist, dann verbindet man das, denn es sind wirklich ja die Originalsprecher dabei. Von Captain Future eben halt, Hans-Jürgen Dittberger, Simon Wright wurde gesprochen von Jochen Schröder, Greg war Friedrich Georg Beckhaus und ja gut, da bleibt es fast dabei. Der Erzähler Helmut Kraus war auch damals der Erzähler, hatte ja nur kurze Dialoge von Captain Future, eine seiner ersten Aufgaben übrigens, ne, lange bevor er Nachbar Paschulke wurde bei Löwenzahn. Leider ist er ja auch verstorben, genauso wie unser großartiger Wolfgang Völz, der Otto gesprochen hat. Der wird hier ersetzt von Tommy Pieper. Das war auch schon in einigen Hörspielen davor. Das hat er sehr gut gemacht. Tommy Pieper ist bekannt als die Stimme von Alf. Der macht das sehr gut. Ansonsten muss man dazu sagen, dass die meisten Sprecher dann von Ezella Gani und Joan Lander auch ersetzt sind, denn die damaligen Sprecher sind entweder gestorben, in Ruhestand oder wollten nicht mehr sprechen. Komm.
weil sie sich zu alt fühlten für eine junge Rolle zum Beispiel. Aber sie sind gut besetzt. Hier haben wir echt eine ganze Menge Gastsprecher, die auch bekannt sind, immer dabei. Sarah Gani wird von Klaus Dittmann gesprochen, der auch der bekannte ist. Marie Bier steht, ist Joan Landor. Wir haben hier zum Beispiel Konstantin von Westfalen, auch eine sehr gute Stimme, der unter anderem ja auch auf RTL auf die Doku spricht im Hintergrund, also richtig toller Sprecher. Wolfgang Barrow, bekannt als Hauptbösewicht bei Gute Zeit, Schlechte Zeit, hat hier auch eine kleine Rolle. Noch haben wir hier noch auf der Seite eine bekannte Sprecherlegende. Nö, hier sind im Endeffekt die gleichen drauf gelistet, aber ich weiß auch, mein guter Kumpel Martin Sabel hat auch schon mitgesprochen und eine ganze Menge Top-Leute. Ja, aber bei den CDs ist es jetzt nicht geblieben, bei diesen schönen Captain Future Pickups. Ich habe noch mal andere coole Sachen, wo wir bei Hörspiel sind, gehe ich auch gleich weiter. Ich war auf der Polaris, das Video, wenn ihr das gesehen habt, auch das verlinke ich jetzt mal hier. Die Polaris war eine Hamburger Manga Gamescon, kann man so sagen, Manga Gamescon. Da war eine Retrobörse, wo ich auch verkauft habe. Und ich habe da ein super Schnäppchen gemacht. Ihr habt es gesehen, ich habe es da auch schon vorgestellt. Aber weil es ist Captain Future Rahmen, muss ich das auch mal vorstellen. Und zwar habe ich dort erworben für nur 30 Euro. Ich bin völlig begeistert. Ich zeige es euch nochmal. Die Captain Future LP. Auch richtig toll. Ich habe zwar keinen Plattenspieler mehr, aber das Ding musste in der Sammlung sein. Das 30 Euro ist ein absolutes Schnäppchen. Das Ding geht 50 Euro wäre sogar noch günstig. Das ist 80 bis 100 Euro ist Normalpreis dafür. Es ist im Endeffekt der Originalton des Animes von Herrscher von Megara. Und das sind jetzt hier, ich sag mal so, die gesamte Episode müsste das sein. Ein bisschen gekürzt, würde ich sagen. Ich habe sie nie gehört in dieser Form. Ich habe hier mal selbst Hörspiele gemacht damals. Als ich aufgewachsen bin mit Captain Future, habe ich meinen Kassettenrekorder an den Fernseher gestellt. Noch so einen einfachen Mono-Kassettenrekorder kennt ihr gar nicht mehr. Dann hat man dann, sobald es lief, den Fernseher vernünftig aufgedreht, Aufnahme gedrückt. Alle mussten still sein im Raum und dann wurde komplett aufgenommen. So, das habe ich mir gehört und dann habe ich damit mit meinem Spielzeug, was in dem anderen Video zu sehen war, zum Beispiel der Captain Future Komet oder den Figuren, die Abenteuer nachgespielt, ja. So, und wie gesagt, jetzt habe ich diese wunderbare Hörspielplatte und ich freue mich richtig, diese jetzt in meiner Sammlung zu haben. Ist das nicht geil? Das ist wirklich toll. So, die stelle ich mal hier rüber, weil dann kommt hier das nächste auch. So, ein Highlight schlechthin auch. Ändere ich die Reihenfolge, die ich machen wollte. Ich muss es mal aufpassen, wenn nichts hier runterfällt. Ich habe mir jetzt auf so einen Stuhl davor gestellt. Ja, dann habe ich mir noch erworben, ich glaube, ich habe auch nur so 25 Euro mit Versand bezahlt über eBay Kleinanzeigen. Ich wollte das schon immer mal haben. Es ist theoretisch nichts Besonderes. Und zwar, also ich wollte es einfach haben, weil es Captain Future ist. Das Brettspiel von Captain Future. Richtig cool. Hat mich, wie gesagt, 25 Euro gekostet. Eroberung der Planeten. Ein Brettspiel, ihr seht es hier. Ich zeige euch die Bilder noch mal ganz kurz. Da seht ihr die. Es ist irgendwie nichts Besonderes. Es ist vollständig. Die Figuren sind alle so in einem Rahmen. Das sind so mehr Raumschiffe in so einer Tüte. Was man jetzt nicht sehen, was ich hier mal zeigen kann. Hier ist sogar ein Motiv unten drin von der Future Comet. Und im Endeffekt hatte man wohl auch nicht viel Rechte an dieser ganzen Sache. Denn das andere, was es noch gab, ist von den Karten die Rückseite mit dem Captain drauf und im Endeffekt hat das gar nicht alles damit zu tun. Hier drauf sind einfach nur die Anweisung, was der Spieler machen muss. Ach so, dann gibt es noch diese Future Comet Karten mit Punkten. Also wie gesagt, diese beiden Motive, die Comet wiederholt sich ja jetzt hier, sind da vertreten. Die Anleitung ist auch ganz simpel, da steht nur Captain Future, könnt ihr es sehen. Ist wirklich nichts Besonderes und dann ist die Anleitung eigentlich, glaube ich, unabhängig von allem. Hier oben, ja gut, hier wird jetzt von Captain Future gesprochen, so ein bisschen. Das war es eigentlich auch. Hier haben wir noch so ein kleines Prospekt von damals mit Memory. Ja, und das Witzige, diese Karte sozusagen, das Spielfeld ist hier eingebaut. Ihr seht das, aber da ist auch nichts weiter. Ja, das ist einfach was ganz Simples. Also, es wurde einfach ein Science-Fiction-Spiel genommen, was man dann unter Captain Future vermarktet hat.
ist jetzt nichts wirklich Besonderes, aber vom Spielerischen her, aber sammeltechnisch, das ist auch, ich glaube, haben wir hier ein Datum? Nee, aber es ist auch um 1980 herum erschienen. Wollte ich schon immer haben. Ja, und jetzt hat sich's ergeben, dass ich es mir besorgt habe. Und ich habe gesehen, mir ist was runtergefallen. Leider. Das wollte ich gar nicht. Muss ich aufpassen. Das ist ganz empfindlich alles. Aber es war, ist nichts, was jetzt sehr kaputt gehen kann. Hoffe ich. Ja, so passiert das eben halt, wenn man mal was macht. Es ist live. Auf eine Art. So, dann habe ich mir noch etwas gekauft. Das ist moderner gewesen, aber es hatte sich so ergeben. Und zwar von Lego. Lego und Captain Future, habt ihr da was gesehen? Nein, ja, es gibt da was. Und zwar ist immer noch eingereicht ein Captain Future Future Comet und mit Figuren für Lego Ideas. Lego Ideas ist so ein Sonderset. Da kann man online Ideen, jeder kann Ideen einreichen oder Demo-Modelle. Und wenn es denen gefällt und beziehungsweise wenn den, ja, Zuschauern, man kann voten im Internet und wenn die gewisse Votes haben, könnte es sein, dass sie umgesetzt werden. Ja, und da hat einer bei Captain Future in der Future Commit mit Figuren eingereicht und das Voting, ich glaube, er hat leider bisher nicht diese maximal Votes bekommen. Ich glaube, 10.000 oder 15.000 Votes musste man bekommen, damit man in diese Prüfauswahl kommt. Und war immer kurz darunter, aber weil die Nachfrage trotzdem da war, gerade für die Figuren, wurde mal ein Sonderset rausgebracht. Da habe ich aber kein Glück gehabt, das waren auf 100 Stück limitiert. Aber er hat dann nochmal einen Auftrag gegeben über die, ja, Subfirma, kann man so sagen, Hall of Bricks. Hall of Bricks bringt Original-Lego-Figuren raus, aber bedruckt sie auf Wunsch, beziehungsweise stellt Druckwünsche her. Und da kann man eine ganze Menge, gibt es auch Tim und Struppi und so weiter, habe ich auch schon mal Licht mit zuzulegen. Aber da musste ich einfach mal nehmen, da habe ich mir Captain Future Figuren zugelegt. Ne? Richtig cool. Ich habe auch extra eine schöne Aufnahme da für euch gemacht. Captain Future mit Joan Landor, Greg und Otto. Greg, das finde ich richtig gut gelungen, aber auch der Captain, richtig toll. Sehr detailliert, ihr seht, das ist bedruckt. Und ja, haben mich pro Figur 9,99 Euro gekostet, dann kam da noch Versand dazu und das war hier in Deutschland bestellt und dann habe ich mir so ein wunderbares Case von, oh, jetzt komme ich gerade nicht drauf, auch mit Bricks, irgendwas mit Bricks war das, mein Bruder hat da mehrere Cases schon mal bestellt und dann habe ich gesagt, komm, ich brauche ein Vierer Case für meine vier Figuren. Das kam dann auch an, das hat mit Versand, das kam aus England wohlgemerkt, es war so um die, ich habe 30 Euro nur fürs Case bezahlt, aber es war es mir auch wert. Das kann man auch, ist zusammensetzbar, also es ist hier auch wirklich zum Öffnen, es ist jetzt nicht verschraubt, ich muss aufpassen, dass es mir nicht zusammenfällt sozusagen, dann werden die Figuren aufgestellt. Mittlerweile ist das übrigens auch, diese Firma darf offiziell diese Cases für Lego-Figuren rausbringen. Für viele Lego-Sets hat die Cases oder Stands gemacht. Ist auch viel für Star Wars, es lohnt sich wirklich. Naja, und ich dachte mir, weil das besser aussehen soll, habe ich dann ein schönes Fanart gefunden von der Future Comet. Die habe ich mir ausgedruckt und Hintergrund sozusagen gepackt. Und somit habe ich ein tolles Diorama dieser genialen Figuren. Klar, es fehlt Simon, es fehlt Ken Scott noch, aber ja, allein das zu haben, da hat es sich, finde ich, gelohnt. Ja, wunderbar. Das hat mich wirklich gefreut, dieses Set zu haben. Ja, und damit soll es noch nicht gewesen sein, denn dann ergab sich etwas durch Zufall. Es war über Kleinanzeigen und ich sage euch auch, ich habe um die 100, etwas über 100 Euro hingelegt dafür. Und wenn ich bedenke, was es 1980 gekostet hat, war es ein Witz, dass ich überhaupt so viel Geld hingelegt habe, weil im Endeffekt ist das dann umgerechnet über 200 D-Mark gewesen, die ich hingelegt habe. Und das, der Wert damals ist ein bisschen anders. Aber es geht um mein Captain Future Einkleberalbum. Mein Captain Future Einkleberalbum, das der Kindheit, ist auch sehr empfindlich, ist auch die Seiten schon ziemlich brüchig. Und ich habe es schön mal in so einer Folie eingeschlagen, wie man Schulbücher einschlägt. Es ist halt meine Zeit gewesen. Ich wollte es immer vollständig kriegen. Und dann hat einer eine ganze Menge doppelter Bilder angeboten. Die kostete halt ein bisschen Geld. Und, was noch geiler war, da musste ich zuschlagen. Es hat mich allein die Tüte 25 Euro gekostet. Ihr werdet lachen wahrscheinlich, aber mir war es wert. Ich habe eine geschlossene 1980er Captain Future
Einklebetüte. Ja, und die war mir eben leicht vorsichtig da runtergeweht. Das war. Ja, ich packe noch das in ein schönes Case. Es gibt irgendwie Cases, wo man sie reinpacken kann. Das werde ich auch noch machen. Auf jeden Fall habe ich diese wunderbare Tüte gekauft. Und ihr sagt jetzt, ich habe jetzt von über 100 Euro geredet. Ja, ist da ja nicht dabei geblieben. Ich habe mir dann bei dem einen, der hatte ja doppelte Bilder, die ganzen doppelten Bilder, die mir fehlen, zugelegt. Das ist ein ganzer Stapel, ihr könnt das sehen, ein ganzer Stapel. Er hatte, glaube ich, bis auf 6 Bilder alle. Alle Bilder, die mir fehlten. Also ich hoffe, ich habe auch richtig gezählt und geguckt. Und ja, also nur für dieses Album. Das Album ist auch nicht vollständig, aber da das nicht mein Kindheitsalbum war, behalte ich das so, wie es ist. Das da wollte ich schon immer vollständig kriegen. Und also habe ich gesagt, komm, es war mir zwar teuer, aber habe ich gesagt, komm, einmal hast du die Gelegenheit, jetzt mach es. Wo der jetzt auch gleichzeitig diese wunderbaren Tüten angeboten hat, habe ich das zugelegt, habe jetzt alle besorgt. Die 6, die er nicht hatte, habe ich dann über andere Wege besorgt. Dann musste ich 3 Leute, glaube ich, anschreiben. Nochmals habe ich dann auch im Endeffekt, ja, hat man 1,50 Euro bis 2 Euro bezahlt teilweise. Also es ist leider so. Sind halt von 1980. Ja, und da freue ich mich, denn ich werde auch ein Video davon machen, wie ich diese Bilder da reinklebe. Und dann wird es ein Video geben, wie ich das mit euch durchblättere und in Nostalgie schwelge. Genau. So, und das war jetzt mein Captain Future Pickup mit wunderbaren Stücken und echte Highlights. Ich kann mich da jetzt ja gar nicht festhalten, weil es ist so viel Kindheit dabei. Ob nun diese moderne Version, die ich mir zum Hinstellen habe, wie auch die Future Comet, die so Anime-like ist, dass ich da echt auch immer vom Angucken noch immer nostalgisch werde. Ja, die HL Pro übrigens hat mal so, oder kostet immer noch so zwischen 150 und 200 Euro. Also ist Geld, aber ist sehr schön, ist auch das Modell. Ist ein Diecast-Modell. Das nur so am Rande. Ja, und wenn ihr noch Fragen habt oder etwas, ich beantworte die gerne. Aber ja, schreibt mir, was ihr denkt. Ich freue mich, mit euch zu sprechen über meine Captain Future Schätzchen hier. Und ja, achtet drauf, es folgen Videos, wie ich einklebe mein Captain Future Album. Und es folgt ein Video, wie ich das in Ruhe durchblättere. Ja, und mehr habe ich jetzt nicht zu sagen. Ne? Liken, teilen, abonnieren und wieder reinschalten. Mach's gut! Thank you.